Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Reference Talk zusammen mit unserem Kunden Sumitomo Demag. Das Ganze steht unter dem Motto maximale Maschinentransparenz durch intelligente Absicherung und Stromverteilung. Die digitale Transformation im Sinne von Industrie 4.0 schreitet immer weiter voran. Dabei geht es darum, Strategien für Condition Monitoring zu entwickeln und damit langfristig die Maschinenverfügbarkeit zu steigern. Heute sprechen wir über eine Spritzgussmaschine von Sumitomo Demag, einen sehr konkreten Anwendungsfall. Und da wollen wir jetzt schauen, wie wir mit unserem REX-System den Anwender durch intelligente Absicherung und Stromverteilung unterstützen können. Ja, fangen wir doch einfach mal damit an, Herr Dr. Thümen, dass Sie Sumitomo Demag ein bisschen vorstellen. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Sumitomo Demag, wie schon erwähnt, ist ein Hersteller von Spritzgießmaschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen. Klarer Fokus bei uns ist natürlich, energiesparsame Maschinen zu produzieren und hochverfügbare Maschinen zu produzieren. Natürlich suchen wir nach Systemen, wie wir unsere Maschinen, digital abbilden können und auch die Verfügbarkeit oder den Zustand der Maschine klarer zu zeigen. Vielen Dank, Herr Dr. Thümen. Herr Taufer, mich würde jetzt interessieren, mit welchen Anforderungen Sie auf ETA zugekommen sind. Welche Herausforderungen gab es dabei zu lösen? Ja, also die Grundaufgabe war es, eine Überwachung und Schutzfunktion für unsere 24-Volt-Verbraucher zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Steuerungskomponenten und die Stellglieder. Und dazu muss man wissen, dass wir ausgehen von unserer Standardmaschine, diese eigentlich immer erweitern um Zusatzeinrichtungen und ganz kundenspezifische Sonderlösungen. Somit war für uns natürlich die Flexibilität eines solchen Systems und ein modularer Aufbau für die Projektierung sehr wichtig. Wir wollten darüber hinaus ein platzsparendes, kompaktes System einsetzen. Man sieht es ja dann auch, es ist wirklich sehr kompakt gehalten, hilft den Footprint zu reduzieren der Maschine und es ist wirklich schnell in Betrieb genommen. Wir wollten darüber hinaus zusätzlich zu diesen ganzen grundlegenden Anforderungen ein Condition Monitoring System als Option aufsetzen, das uns die Möglichkeit bietet, mit der Maschine zu kommunizieren, also mit unserer SPS zu kommunizieren. Hier haben wir uns für den Standard IO-Link entschieden. Der überträgt uns den Zustand der Sicherung, also beispielsweise den Gutfall, der hoffentlich oft vorliegt. Natürlich auch den Fehlerfall, wie beispielsweise einen Kurzschluss oder einen Überstrom. Und wir bekommen zusätzlich die physikalischen Zustandsgrößen wie den Iststromverlauf, sodass wir eine Trendanalyse durchführen können. Und somit kann unser Kunde wiederum frühzeitig reagieren, wird direkt auf die Fehlerursache gestoßen und kann dadurch seine Wiederinbetriebnahmezeit erheblich verkürzen. Wir haben uns für das REX-System gemeinsam mit dem Herrn Brehm entschieden, weil in unseren Augen ETA hier diese ganzen Anforderungen einwandfrei umgesetzt hat. Das Produkt ist wirklich sehr innovativ und trotzdem zuverlässig. Und wir als Sumitomo Demag haben damit die Möglichkeit, unserem Kunden ein wirklich maßgeschneidertes Paket anzubieten, sozusagen von Standard bis intelligent. Wie lange arbeiten denn ETA und Sumitomo Demag schon zusammen, Herr Dr. Thümen? Oh, schon sehr lange, auch wenn es die ersten Jahrzehnte vielleicht halt ein wenig indirekt waren, weil ETA war halt eben ein integrativer oder integraler Bestandteil von Komponenten von unserem Steuerungslieferanten. Und insofern war es natürlich ein konsequenter Schritt, wenn wir schon gute Erfahrungen mit ihnen hatten, als verbaute Komponenten halt auch dann im getrennten modularen System halt wieder auf ihre bewährte Technik zurückzugreifen. Und soweit sind wir äußerst zufrieden und können das nur empfehlen. Besten Dank. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben jetzt schon mehrfach so diese Stichwörter gehabt, Industrie 4.0, Condition Monitoring. Was bringt denn das für Ihre Kunden an Mehrwert? Wir arbeiten gerade daran, unsere Maschine so transparent in Summe hinzubekommen und einen digitalen Datenzwilling zu erzeugen, um halt aus diesen Daten Muster zu erkennen und dem Kunden halt eben auch darauf hinzuweisen, dass in absehbarer Zukunft vielleicht ein Thema auf ihn zukommt und somit halt eben die Maschinenverfügbarkeit deutlich verbessert wird. Ja, wir haben jetzt viel über die Anwendung gehört. Jetzt geht es noch mal ein Stück weit um das Produkt selbst. Tobias, vielleicht kannst du uns da noch ein paar zusätzliche Infos geben. Na, sehr gerne. Die Lösung, die wir gemeinsam ausgewählt haben, ist das REX-System. Das haben wir gerade schon gehört. Das ist ein System für DC-24-Volt-Absicherung, Stromverteilung. Und das Thema Condition Monitoring, haben wir ja gerade auch schon gehört, ist sehr wichtig dabei. Das ist umsetzbar mit dem System. Das System besteht aus Einspeisemodulen. Die nehmen zum Beispiel die Spannung eines Schaltnetzteils auf.
Sie besteht aus Controllern, der Kommunikation, wie gerade schon gehört, ist es IO-Link. Das System besteht weiter aus Überstromschutzgeräten. Die Überstromschutzgeräte, die wir hier einsetzen, sind feste Stromstärken, weil wir hier einen stabilen Ansatz verfahren wollten, im Punkto nicht manipulierbar. Und dann ist optional eine Möglichkeit da, die Stromverteilung zu erweitern. Vereint und kombiniert kommt die maßgeschneiderte Kundenlösung raus, die jetzt bei Sumitomo D-Mark in den Maschinen mit dabei ist. Das ist das REX-System im Groben beschrieben. Wow, klingt gut. Danke, Tobias. Insofern bedanke ich mich jetzt sehr herzlich bei meinen Gesprächspartnern und bei Ihnen fürs Zusehen.